Alle drei Bundesligisten haben in den Dienstagsspielen der zweiten Runde des ÖFB-Cups ihre Pflichtaufgaben gelöst. Der WRC gewann gegen Austria Klagenfurt 4:0, 3:0, Altach setzte sich bei Leobendorf mit 2:1, 2:0 durch und Hartberg besiegte Wattens 3:0, 3:0. Zweitligist WR Neustadt musste bei Deutschlandsberg nachsitzen, kam schließlich aber ebenso weiter wie Ried, Lustenau und Lafnitz. Die Kracher der zweiten Runde gehen erst am Mittwoch über die Bühne. Rapid ist bei Mattersburg gefordert, 18.30, der in Liga etwas außer Tritt geratene Cup-Titelverteidiger Sturm gastiert bei der Austria, 20.45 Uhr, beide live ORF1. Vermeintlich leichtere Lose hat das Bundesliga-Trio der Stunde, Tabellenführer Salzburg muss zum SC Schwarz, der LASK gastiert in Staaten Paurer und St. Pölten bei Pinzgau-Saalfelden, drei Rendezvous mit Regionalligisten also. WRC rasiert Austria Klagenfurt. Im Lavantal ließ sich der WRC vom Zweitligisten nicht düpieren und machte kurzen Prozess mit Violett. Bernd Gschweidl eröffnete den Trefferreigen schon in der 3. Minute, Christopher Wernitz nicht 15. und Kapitän Michael Lindl 35. aus einem Handelfmeter sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Kurz nach der Pause machte Gschweidl seinen Doppelpack und den Endstand perfekt. Die Formkurve vor dem Ligaduell mit Salzburg am Samstag zeigt klar nach oben. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht, erklärte Lindl im ORF. Das war auch ein Prestigeduell, wir haben gezeigt, dass wir die Nummer 1 sind. Wir haben die Favoritenrolle angenommen und bestätigt, Altach mit sich gegen Leobendorf. Weniger klar war die Angelegenheit für Altach, das bei Regionalligist Leobendorf mit 2:1, 2:0 gewann. Stefanutz 33. und Hannes Aigner aus einem Foulelfer 43. trafen für die Gäste. Ex-Altacher Mario Konrad erzielte im Finish den Ehrentreffer, der Niederösterreicher 83. Nach dem Cup-Auftakterfolg über Parndorf war es der zweite Pflichtspielsieg der Vorarlberger in der laufenden Saison. Da hilft auch ein Cup-Spiel unter der Woche, dass man so wieder einmal ein Erfolgserlebnis sammelt und in der Kabine wieder einmal laut schreien darf. Dieses Gefühl ist schon sehr lange her, resümierte Trainer Werner Grabherr im ORF trocken. In der Liga, wo man mit 2 Punkten dem Rest hinterherhinkt, ist sein Team am Sonntag bei der Admira gefragt. Souveräner Auftritt von Hartberg. Souverän trat der dritte Bundesligist Hartberg auf. Bei Zweitligist Wattens machten der Cup-Torschützenkönig der Vorsaison Dario Tadic 4., Zakaria Sanogo 18. und Reiko Repp 39. schon bis zur Pause alles klar. Viel spannender verlief der Abend bei Regionalliga-Vertreter Deutschlandsberg. WR Neustadt verwandelte den frühen Rückstand Shohei Yokoyama 10. dank Stefan Hager 23. Michael Scheukur 37. und Johannes Tatarotti 47. in ein 3:1 und sah trotz Deutschlandsbergs Anschlusstreffer durch Levin Operinovic 55. bereits wie der Sieger aus. Doch Christian Deng brachte die Steirer in der Nachspielzeit 95. noch in die turbulente Verlängerung. Dort mussten Deutschlandsbergs Nick MRS ins C rot und Trode Djakovic gelb-rot, ebenso vom Platz wie Neustadts Julian Gölles gelb-rot. Goalgetter Hamdi Salih ersparte den Favoriten mit seinem späten Kopfballtor 115. schließlich das Elferschießen. Lustenau und Ried weiter. Austria Lustenau führte dank eines Ronivaldo Doppelpacks 36. 45. bei Regionalligist Brook Leiter bis zur 75. Minuten recht souverän mit 2:0, ehe dank Thomas Meiten noch einmal kurz Spannung aufkam. Alexander Ranacea, 83. machte den Sack für die Vorarlberger aber zu und sorgte nach 2 Niederlagen in der Liga wieder für ein Erfolgserlebnis.
Der SV Ried reichte im Derby bei Wörkler Markt ein Tor von Thomas Meyer, 26. für den 1:0 Erfolg und den Aufstieg. Im Duell zweier Zweitliga-Vertreter feierte Lafnitz bei Horn ein 2:0. Die Treffer besorgten Nikola Zivotic, 32. Elfer und Christian Klemm, 46. GAK gewinnt Elfer-Drama gegen Steyr mit Vorwärts. Steyr musste ein weiterer Zweitligist Überstunden machen. Für die Oberösterreicher ging die Sache bei Regionalliga-Vertreter GAK aber schlecht aus. Nach einem 0:0 nach 120 Minuten fiel die Entscheidung im Elferschießen, wo die Hausherren dank zweier Paraden von Goalie Patrick Heider mit 4:2 die Oberhand behielten. Steyr ist nach Blau-Weiß Linz, Horn, Austria Klagenfurt und Amstetten der vierte Zweitligist, der im laufenden Bewerb den Hut nehmen musste. Der GAK, aktueller Tabellenführer in der Regionalliga Mitte, erreichte hingegen zum ersten Mal seit der Saison 2007-08 das Cup-Achtelfinale 2. Runde im ÖFB Cup Date um Heimgastergebnis, Uhrzeit 24. September 2018 SA Klagenfurt FIG 1-525.09.2018 SV Leobendorf SCR Altach 1-225.09.2018 ASK BSC Brugg Leitha Austria Lustenau 1-325.09.2018 BHC SK Austria Klagenfurt 4-025-09-2018 TSV Hartberg WSG Wattens 3-025-09-2018 Wörkler Markt V Ried 0-125.09.2018 Deutschlandsberger SCSC Wiener Neustadt 3:4 25. September 2018 SV Horn SV Lafnitz 0-225.09.2018 GAK Vorwärts Steyr 20.45 Uhr 26. September 2018 FC Stadlau Kapfenberger SV 16.00 Uhr 26. September 2018 SV Mattersburg Rapid 18.30 Uhr 26. September 2018 FC Saalfeldensten St. Pölten 19.00 Uhr 26. September 2018 SC Neusiedl, Sewacker Innsbruck 19.00 Uhr 26. September 2018 ATSV Stadl Paural ASK 19.00 Uhr 26. September 2018 SC Schwaz Red Bull Salzburg 20.30 Uhr 26. September 2018 FK Austria Wiensk Sturm 20.45 Uhr.